Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, ihr seht, ich habe im Offscreen ein wenig gebastelt heute den Tag über, beziehungsweise gestern. Eine voll funktionsfähige Raffinerie, von der Ölraffinerie bis zur Treibstoffraffinerie, alles hier. Ich habe jetzt Bahnhöfe hier auch mal ein bisschen mit Spitzkern gearbeitet. Züge werden jetzt hier halten und werden hier halten. So konnte ich das alles so ein bisschen in der Kurve machen und musste nicht ganz so viel Vanilla-Bahnhöfe nehmen. Das ist natürlich jetzt hier alles noch nicht fertig ausdekoriert. Wer meine Season 2 kennt aus Transport Fever 1, der weiß, dass die Raffinerie noch, ja, sich noch entwickeln wird. Zufälligerweise hatte Hans Dampf gestern auch noch ein Video über eine Raffinerie rausgebracht. Das ist jetzt reiner Zufall. Und da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen erst noch ein bisschen dran weiter basteln. Aber heute soll es eigentlich primär um was gehen, wo ich jetzt einen weiteren Wagen konvertiert habe. Ihr könnt es jetzt schon erkennen. Leider hat das mit der Lok nicht geklappt. Aber wir werden jetzt heute noch einen Flix-Train hinzufügen, beziehungsweise zwei. Die Lok hat leider nicht funktioniert, aber ich habe jetzt die gleiche Lok und habe mir ungefähr einigermaßen die gleiche Farbe rausgesucht. Das ist jetzt nicht 100% die richtige Farbe, aber naja, egal. Ne, ist eine angemietete Lok. So, Flixtrain, darum soll es heute gehen. Und zwar möchte ich langfristig gesehen mit Flixtrain hier hinten langfahren, hier abbiegen irgendwann und dann meinetwegen über Groven bis nach Worms gehen, weil Worms hat hier noch Gleise. Soll in Worms auch aufhören oder geht weiter bis Hannover? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube ja, Worms wird meine größere Stadt. Und Hannover wird eher etwas kleiner. Einwohnerzahl technisch gesehen ist es gleich groß. Und Worms hat jetzt hier noch gar keine Anbindung, wo der Intercity hier schon hinfährt. Das können wir mal gerade ändern. Nee, das ist doch doof. Einfach nur hier gerade eine Straße hinsetzen. Das wird dann bei Zeiten sowieso noch alles geändert. So, bitte ebenerdig, genau. So. Zack. Jetzt deckt Worms hier auch schon mal den Bahnhof ein bisschen was ab. So, ich glaube, da wird es primär hingehen. Über den Teil werde ich mich irgendwann anders mal kümmern, weil ich dann jetzt hier noch Bewerfungsbauwerke setzen muss, etc. Deswegen wird es jetzt heute mit dem Flix-Train. Der Flix-Bus fährt ja schon hier nach Zarrentin. Wir könnten jetzt entweder bis nach Zarrentin gehen, weil der Flix-Train soll auf jeden Fall auch durchfahren. Wir haben jetzt aber hier auf der Seite ja schon den ICE da durchfährt. Ich möchte jetzt das nicht unbedingt alles zu blockieren. Wir haben ja hier noch drei Gleise. Deswegen würde ich sagen, dass der Flix-Train, hier haben wir jetzt schon die Strecke, dass der erstmal jetzt bis nach Espekamp fahren soll. Das denke ich mal, werden wir jetzt heute mal in Angriff nehmen. Und dann kann der ja dann noch weiterfahren, meinetwegen bis nach Raden oder Vechta oder so. Aber dass der Flix-Train jetzt erstmal hierhin fährt. Und der Intercity, ja, der fährt ja schon jetzt bis nach Worms. Der soll, na gut, der kommt jetzt hier so wieder rein. Der hört jetzt auch hier unten auf. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich halt hier auf der Strecke noch ein bisschen mehr Zugverkehr haben. Gut, hier kommt später noch ein bisschen mehr Güterverkehr hin. Aber in der Mitte fährt jetzt ja nur der ICE und da könnte halt auch der Flixtrain noch fahren. So zumindest mal eine Idee. Deswegen bauen wir jetzt den Flixtrain. Der fährt ja auch 200 Stundenkilometer hier hin. Das ist natürlich die Sache, wie machen wir das mit dem Bahnhof? Jetzt wieder einfach so einen stumpfen Bahnhof und klatschen. Wissen wir ja leider. Haben wir ja leider keine Alternativen. Außer den holländischen Bahnhof, den man ja auch gut machen kann eigentlich. Meter muss es schon sein. Underpass. Ein großes Gebäude. Höchstgeschwindigkeit. Vorleitung ja. Da gibt es ja auch noch viel Spielraum, was man nachher damit machen kann. Das Problem ist auch so, setzen wir den jetzt hin?
Die Einwohner sind hier. Strecke kommt von da. Idealer wäre es, wenn wir es auf diese Seite setzen. Wenn wir die jetzt mal ein bisschen in die Höhe setzen. So. Jetzt mal den mal ein bisschen hoch. Der kann jetzt ja von mir aus dann auf jeden Fall auch erstmal hier dieses coole Dach bekommen. Das alte oder das neue? Das neue, ne? Über diese ganzen Bahnhöfe, da hoffe ich ja mal, dass da irgendwann noch mehr Mods kommen. Dass man da dann noch mehr machen kann. Im Moment sind es halt einfach stumpf nur Vanilla-Gebäude. Das fand ich ganz so schön, aber gut, was willst du machen? So. Gleise. Fangen wir jetzt mal mit 120 an. Ja, du bleibst bitte eben. Da können wir jetzt auch wieder mit dem Damm arbeiten. Nein, das war der falsche. Einmal den. So. Da können wir schön mit dem Damm arbeiten. Hier können wir jetzt eigentlich auch die große Bogenbrücke hinsetzen, oder? Sieht das nicht schön aus? Mal gucken, haben wir sonst keine andere. Viergleisig. Highspeed Track mal 250. Und auch ein Doppelbogen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hoch wir hier sind. Das kommt gut hin. Ich sehe gerade, die andere eine geht schon nach unten. Ne, das ist zu viel. So vielleicht. So. Sollen wir das hier nochmal abreißen? Geh weg. So, dann müssen wir natürlich dann auch sehen, dass wir danach... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt können wir mal gucken. Die geht da auf jeden Fall nicht hin. Das kann man ja nehmen. Ich habe mich mit dieser Mod noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. So. Das ist ein bisschen zu dünn. Nö, von mir aus können wir das ruhig so mal ausprobieren. So, den von da und den jetzt von hier. Macht er das nicht? Das war jetzt schon wieder die falsche, die ich glaube ich ausgesucht habe. Er hatte nicht diesen. Also man konnte da durchgucken. Ja. Die hat das auch nicht. Die hat das nicht, aber ich weiß, dass es bei der hier funktioniert. Aha, die hat das auf beiden Seiten. Probieren wir es mal mit der aus. Was passiert jetzt hier? Ja, und hier kommt meine Dingsbums noch ran. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Meint ihr? Hier will er jetzt das auf einmal nicht machen. Das will ich aber nicht. Müssen wir mal gerade hier mit dem Terrain ein bisschen helfen. Wollen wir mal ein bisschen tiefer gehen. So. Jetzt will er. Zack. Zack. Ja, das ist doch ganz witzig. Jetzt machen wir einen Test. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na doch, das funktioniert schon, aber die Füße bleiben einfach stehen. Okay, alles klar. So. Dann geht es jetzt weiter. Aber jetzt hier mit 250. Mal gucken, wo ist das Gleis? Da ist das Gleis. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt direkt hier drauf gehe? Tunnel? Tunnel ist mal gut. Tunnel? Boah, hier haben wir jetzt eine lange Brücke. Über das Gelände rüber. Hier können wir nur 140 mitfahren auf den Brücken.
Das ist zu wuchtig. Das ist ja eine richtige Mauer. Das können wir nicht machen. Die ist zu modern. Die würde gehen, ne? Komm, machen wir die. Jetzt geht die hier mal direkt daneben. Zack. So, mit denen können wir jetzt von hier aus kommen. Schade ist natürlich, dass jetzt die ganzen Tunnelportale weggehen. Aber ich sehe gerade, wir haben hier eine leichte Kurve. Das heißt, das können wir mal nutzen. Geben wir jetzt hier uns mal ein bisschen Abstand gewinnen. Die Geschwindigkeit bleibt gleich. Da haben wir keine Probleme mit. Dann bleiben wir jetzt nämlich hier mal so im Abstand von einer Schiene wieder. Da nämlich nebengehen, dann können wir nämlich auch diese Tunnelportale wieder bauen. Und gehen sozusagen durch zwei Röhren. Sieht ja auch nicht schlecht aus. So, und das behalten wir jetzt bei. Wir müssen natürlich irgendwann sehen, da ist jetzt die Brücke jetzt, dass wir unsere Züge noch... Ne, müssen wir ja gar nicht. Wir können ja einfach ganz normal die Gleise so lassen, wie sie sind. Der Schnellverzug fährt, nimmt die Mittelgleise und der andere halt die anderen. Müssen wir gar keine Weiche bauen. So. Das ist ein Exportcenter. Brief von der Brücke, automatisch die, ja, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Zack. Nein, einmal abreißen hier. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen, oder? Perfekt. Gut, das muss ich irgendwie sehen, dass ich hier noch rüberkomme. Gerade, solange wir hier... Kollision, klar. Hier komme ich auch nicht rüber. Oh doch. Das geht? Wenn wir das hier mal gerade provisorisch reinbauen. Das wird hier nicht für immer bleiben. Keine Angst. Das ist jetzt erstmal nur ein Provisorium. Dass wir den Flixtrain hier... die Reise schicken können. Da rein theoretisch könnte der Flixtrain hier auch enden. Oder irgendein anderer Zug später mal, weil wir haben hier ein Gleis. Das wäre für ein Endgleis natürlich top. Da würde man natürlich so einen Triebwagen mehr Sinn machen, ne? Weil Flixtrain, der müsste sich dann halt wieder so spieltechnisch gesehen umdrehen. Ist schon besser, wenn der Flixtrain durchfährt und später hier vielleicht nochmal ein ICE endet. Genau, dann wird er später nochmal irgendein ICE enden oder sowas. So. Neue Linie. Die heißt dann auch einfach Flixtrain. Flixtrain. Flixbus. Flixtrain. Ich glaube, das ist gut. Von da nach da. Na, das Gleis ist schon mal gar nicht so schlecht, aber nicht das Richtige. Gleis 3, bitte. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Mal sehen, was passiert. Nach Minden fährst du zu dem Signal. Ja. Oh. Das hätte ich jetzt ja so einfach nicht gedacht, dass das funktioniert. Na komm. Das ist ja perfekt. Gut, warum er da ja dann rüberfährt. Aber wir wahrscheinlich keine Verbindung haben. Könnt ihr hier auch schon... Hier ist er richtig, aber hier ist er auf dem Gleis. Da könnte der auf jeden Fall in der Mitte kommen. Müsste irgendwo sehen, dass ich hier noch mal eine Weiche kriege. Das sollte ja nicht das Problem sein.
hier noch eine Weiche reinzubekommen. Obwohl, hier ist ja eine, aber er kommt da nicht mehr rüber. Das heißt, ich weiß, das sind 250er, aber das macht keinen, ist egal, weil die eh nicht so schnell fahren können. 88 ist okay. Autosave. Schaffen es auf jeden Fall, gleich die Probefahrt zu machen. So. Ja, ist doch perfekt. Mal Signale anmachen. Hier hört das mit Signalen schon auf. Ah, hier seht ihr auch schon, hier habe ich schon die Zufahrt zu meinem Ölterminal gebaut. Es geht am Meer oder Wasser lang. Ich wollte es nicht dann jetzt offensichtlich bauen, das sieht dann nachher wieder zu wild aus. Ich brauche hier aktuell gerade aber keine Signale, die kann ich dann setzen. So, er nimmt das Gleis, ja, das ist in Ordnung. Nehmen wir uns hier mal einen Dingsbums. So, wir haben 320 Meter lange Züge in Dresden oder beziehungsweise in Minden haben wir ja sowieso Platz genug. Elektrisch, ich hatte hier die Ektron genommen. Ich glaube, es war das oder nee, ich glaube, es war doch das Gelb oder Grün, besser gesagt. Passagiere, ja, der Flixtrain, der Zug bzw. der Wagen, der stammt aus Transport Fever 2. Transport Fever 1 natürlich. Kapazität ist leider überhaupt nicht so hoch. Jetzt hat er mal gerade 150 Leute. Ist jetzt schon ein ganz schön langer Zug. Aber das ist egal, das werden wir jetzt nehmen. 283 Meter, mal etwas längerer. Ja, können wir mal zwei Stück von kaufen. Brauchen jetzt aber erstmal nur einen. Flixtrain. So. Das Grün passt, naja. Mal gucken, das kann ich vielleicht nochmal optimieren. Jetzt geht es auf jeden Fall hier auch los mit Flixtrain, meine Freunde. Nicht nur Flixbus, sondern auch Flixtrain. Gucken wir uns den guten mal ran. Lassen wir ihn hier gleich mal ausfahren und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt übrigens auch das Kameratool. Endlich. Sehr leise auf jeden Fall, ne? Boah, die Sounds von den Wagen sind gut. Die gefallen mir sehr gut. Ganz schön langer Flixtrain auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns da mal rein. Oh, coole Kameraposition. Bleiben wir mal in der. Dann sind wir mal gespannt, was wir da jetzt für eine Höchstgeschwindigkeit erreichen. Schaffen wir die 200? Der Zug ist echt lang. Und die 8000 PS hier in der Lok, weiß auch nicht. Irgendwie sind die nicht so dolle. 200. Ich schätze mal, dass er sie nicht schafft. Wenn man da auf seinen Monitor guckt hier bei dem Lokführer, gibt der auch gar nicht Vollgas. Kann also auch nichts werden. So, jetzt sieht das auch mit den Tunnelportalen hier. Das finde ich ja nicht ganz schön so mit zwei getrennten Tunneln. Beziehungsweise jede Röhre geht in eine Fahrtrichtung. Die jetzt hier Richtung Süden, Richtung Minden. Und die andere halt Richtung Norden, Richtung Espekamp. Hier laufen wir zusammen und dann seht ihr aber, ab drei Gleisen ist es dann so ein Tunnel. Und den kann man dann auch nicht ändern. So, kommt leider gerade nicht der Güterzug. Na, doch, schon doch mit 200. Eventuell. Weit ist es jetzt ja nicht mehr. So, Problem ist halt, wenn wir den mit auf die ICE-Linie packen, dann auf dem kleinen Stück dann, was ich vorhabe, Richtung Groven, wie auch immer. Dann,
Ja, dann muss er natürlich schon gut Geschwindigkeit haben. Bremst er den ICE ja komplett aus. So, 200 erreicht. 198. 199. 200. Hat ja ewig gedauert, aber er hat es geschafft. So, jetzt geht's nach Minden rein. Das ist jetzt gleich noch wieder ein bisschen am Umbruckeln sein. Was haben wir jetzt hier für Minden noch für Bilder? Wow. Doch so viele. Oh, jetzt haben wir sogar rot, weil der Intercity nach Worms gerade vor uns durchgeht. Das ist natürlich auch ein schönes Bild, der sich da durchschlängelt. Jo, moin Peter. Und wir fahren jetzt weiter. Ja, mal gucken, wie das sich dann nachher entwickelt, wenn hier mehrere Züge fahren und der Verkehr kreuzt. Bin schon am überlegen, ob ich von da, ne, kommt schon der nächste, jetzt steht er da oben. Oh, der muss also echt anfahren am Berg. Dass ich da eventuell eine Unterführung mache, die dann direkt da drauf geht, dass das nicht alles gekreuzt werden muss. Die Schienen bleiben zwar da, aber dass da dann effektiv kein Zug kreuzen muss. Weil das wird bestimmt ganz schön die Linien wieder zusammenfahren nachher. So. Gucken wir uns den Guten jetzt nochmal von außen an. Der Flixtrain. Was ich hier cool finde, ist halt, dass sie hier wirklich über den Bahnsteig rüberfahren, also über die Überführung rüberfahren. Ja, den Zug hier, den könnte ich 500 Meter lang machen, der würde immer noch reinpassen. Aber gut, das Umdrehen, das ändert sich dann ja bald. Ja, meine Freunde, aber dann war es das für heute. Somit haben wir jetzt dann auch den Flixtrain. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.